Moin moin und willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal. Ja, ich werde auf diesem Kanal einfach ein paar Videos von mir hochladen, wie ich ein paar Software installiere, also zur Installationsanleitung und sowas, Unboxing-Videos und anderen technischen Kram und was weiß ich, was sich da noch alles finden lässt. Und zu Beginn etwas, ja, ich würde fast sagen Banales, wollte ich einfach nur einen Ubuntu-Server auf einem alten Rechner hier installieren, den ich mal für 20 Euro von der Arbeit mitnehmen konnte. Allein nur, der verbraucht, ich glaube, weniger Strom als mein Gaming-PC, würde ich stark behaupten, einfach mal. Und den kann ich dann auch außerhalb von meinem Zimmer dann irgendwo lagern. Der steht jetzt momentan in meinem Zimmer, werde ich aber wahrscheinlich noch irgendwo anders hin verfrachten, dass ich meine YouTube-Videos einfach von dem aus hochladen lassen kann. Dann eventuell einen Minecraft-Server drauf installieren, dass ich dann hier im Haus meinen eigenen Minecraft-Server habe. Den könnte man dann auch über, keine Ahnung, Hamachi laufen lassen oder VPN oder sowas. Oder ja, eine feste IP habe ich ja leider nicht. Dann müsste ich da irgendwie NoIP oder sowas noch drauf installieren und mir da so eine Domain einrichten. Ja, und File-Server war auch schon in meinem Kopf. Kann ich mit dem Rechner allerdings jetzt nicht machen, da ich, ja, wie gesagt, ist ein Billigdinge, was bei der Arbeit übrig war, hat kaum Speicherplatz. Und dann wollte ich da auch schon einen haben, der ein bisschen mehr Power hat. Dann, ja, und am liebsten auch ein Gigabit-Switch dann, damit die Übertragung schön geschmeidig läuft und sowas. Da habe ich jetzt ja nur ein 100-Megabit-Switch, ist das? Ja, 100 Megabit. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, fangen wir jetzt mal mit der Installation an. So, ich, ja, da muss ich die Aufnahme hier natürlich auch einmal starten. So, dann haben wir hier Language, die Sprachauswahl, dann nehmen wir natürlich Deutsch. Und Ubuntu Server wollen wir installieren, die anderen Sachen für mehrere Server mit MAS. Da kann ich so jetzt nichts zu sagen, keine Ahnung. Ja, die CD, ich denke mal, die ist in Ordnung, die habe ich kurz vorher noch gebrannt vor der Aufnahme. Ja, den Arbeitsspeicher könnte ich noch testen, weil ich nicht genau weiß, ob der Rechner wirklich noch in Ordnung ist. Ja, da starten brauche ich jetzt nicht von der System reparieren auch nicht, also installieren wir jetzt einfach mal Ubuntu Server. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme da jetzt nicht wieder verreckt. Doch, sie verreckt. Das heißt, ich muss die jetzt nochmal wieder neu starten hier. Oder, nee, die Aufnahme ist komplett weg. Dann nehme ich jetzt einfach mal von der Software auf. Da sollte das Bild auch wieder sein. Ist jetzt ein wenig am Flackern. Das liegt leider an der Capture Card, würde ich jetzt sagen. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, Installation wollen wir fortsetzen. Gebiet ist Deutschland. Ja, wir wollen das eben erkennen lassen. Da drücken wir das Y. Das Ö haben wir auch auf der Tastatur drauf. Zack. Nein, das komische E nicht. Und weiter. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe jetzt auch wirklich, dass das durchgehend läuft. Ich hatte hier auch noch einen anderen Rechner, mit dem ich das angefangen hatte mal zu installieren. Halt, weil ich das als Upload-Server nutzen wollte und eben für Minecraft eventuell für andere Spiele noch nutzen wollte. Da hat der aber immer bei einer Datei gemeckert und wollte dann nicht komplett installieren und hat immer abgebrochen und alles. Und da hatte ich dann auch ehrlich gesagt dann auch irgendwie keine Lust mehr zu, das noch weiter zu versuchen. Hab mir den hier geschnappt, den ich hier auch noch hier irgendwo stehen hatte. Und hatte, ja, das Doofe ist jetzt, dass es kein 64-Bit-CPU da drin, sprich nur 32-Bit-Version, aber ich denke, das sollte keinen großen Unterschied machen. Primär Netzwerkschnittstelle. Oh Gott, was ist das denn? Der Wireless ist es nicht. Das könnte der hier sein.
Nee, Realtek ist die, die ich eingebaut habe, oder? Ja, ich hatte den Rechner eine Zeit lang mit pfSense laufen. Das ist eine Firewall-Software. Ah, jetzt sehen wir ja gleich, ob ich die richtige ausgewählt habe. Die anderen sind nämlich nicht angeschlossen. Aber so wie das auf meinem Switch gerade aussieht, war das wohl die falsche. Es blinkt jedenfalls nicht die Stelle, wo ich den angeschlossen habe. Und das Geflacker, ich hoffe, das kann ich bei den nächsten Aufnahmen irgendwie beheben. Ist fehlgeschlagen. Netzwerk manuell einrichten, Netzwerk unkonfiguriert belassen. Netzwerk automatisch konfiguriert, erneut versuchen mit einem DHCP-Rechnernamen. Ich habe einfach mal eine Idee. Ich werde jetzt einfach hingehen und das Patchkabel an den anderen Anschluss anklemmen. Das geht ja ganz leicht hier mit meinem kabellosen Headset. Und dann machen wir hier einfach die automatische Konfiguration erneut versuchen. Dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Ja, die LED flackert jetzt auch. Und es war erfolgreich. Genau das wollte ich hören. Den nenne ich jetzt einfach mal Upload. Zack. Vollständiger Name des Benutzers. Dann nehme ich jetzt mal meinen richtigen Namen. Daniel Jansen. Benutzername für Ihr Konto. Das wird Valarion. Das Passwort, das werde ich euch jetzt nicht laut sagen. Bestätigen. So. Ihren persönlichen Ordner verschlüsseln. Nein, das ist nicht nötig. Holen derzeit von... Ach so. Von einem Server holen. Das scheint er ja dann auch geschafft zu haben. Based on your present physical location, your time zone is Europe Berlin. If this is not correct, you may select from a full list of... Nee, das ist schon korrekt so. Das ist alles in Ordnung. So. Und dann werde ich mir da, glaube ich, auch SSH und sowas fertig einrichten. Ich hoffe, das kriege ich hin. Habe ich jedenfalls noch nie gemacht. Geführt, vollständige Festplatte verwenden. Zack. Ja, dass ich dann halt von meinem Rechner, von meinem Gaming-PC aus da auf den Server zugreifen kann und den auch konfigurieren kann und neu starten kann und alles. Dass ich den halt nicht immer, dass ich da nicht immer Monitor dran haben muss oder hier, wie hier jetzt in diesem Fall mit der Game Capture Card. Muss man ja betonen, ist ja eigentlich eine Game Capture Card. Ich denke, daran liegt das Geflacker und so jetzt auch. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass das einfach nicht für sowas gemacht ist ursprünglich. Oder es liegt wirklich am Rechner, kann ich auch nicht sagen. Ist auch möglich. So, installieren des Systems, okay. Ich werde im Nachhinein dieses Videos, ach, das wisst ihr wahrscheinlich schon, Musik machen. Also ich nehme das hier wirklich komplett ohne irgendwas im Hintergrund aus. Außer hier jetzt das Knatschen von meinem Chefsessel oder eben das Brummen von den Rechnern hier. Obwohl ich selbst höre jetzt eigentlich nur den alten, auf dem ich das jetzt gerade installiere. Und das ist auch nur das Laufwerk, glaube ich, was ich höre. Könnte sein, kann ich jetzt nicht so genau sagen. So, Linux, Image, bla bla bla. Was könnte man denn noch so erzählen während der Installation? Ja. Ich weiß nicht, ihr kennt die Seite vielleicht, rebuy.de. Da kann man sich gebrauchte Spiele oder Filme, Bücher, Software, ja, gibt's wahrscheinlich auch Hardware und alles Mögliche kann man sich da kaufen. Bisher habe ich da noch nichts gekauft, will ich jetzt aber demnächst meine Spiele herholen. Zumindest die, die ich nicht unbedingt so dringend haben möchte, die ich wohl gerne mal spielen möchte, aber wo ich jetzt nicht so großen Wert drauf lege, dass ich die
wirklich in Top-Zustand haben muss und alles. Die werde ich mir daher holen und werde die dann spielen. Wahrscheinlich Let's Playen. Zum Schluss, wenn ich begeistert war von dem Spiel, werde ich es behalten. Ansonsten wird das Spiel eben zurück an Rebuy gehen. Man kann seine eigenen Sachen da ja verkaufen, die kaufen an. Und kriegt man auch ein bisschen Kleingeld dafür zurück. Und das Ganze dann noch in Kombination mit Quipu oder wie das heißt, quipu.de, also quipu.de. Wenn man sich da anmeldet, dann kann man da zum Beispiel, ja, Rebuy, wie ich jetzt genannt habe, kann man über der Seite quipu.de, geht man auf die Seite rebuy.de und kann dann da halt seinen ganz normalen Einkauf verrichten und alles, kriegt dann aber noch bestimmte Prozente wieder durch Quipu ausgezahlt auf sein Bankkonto. Es dauert circa 2 Monate oder sowas, bis das alles durchgegangen ist, bis das bestätigt wurde, bis das Geld angekommen ist von Rebuy bei Quipu. Und die überweisen einen das dann, ich glaube, zum 15. eines Monats auf das eigene Bankkonto. Funktioniert ganz gut, ich habe es getestet. Mache ich auch schon immer mit MMOGA, wenn ich für meinen WoW-Account halt eine neue GameTime-Card brauche. Oder Microsoft Points kaufe ich mir darüber und sowas. Und ich bekomme dann halt immer, ja, kommt auf den Betrag an. Bei diesen kleineren Beträgen sind es halt wirklich nur Cent. Aber da ich das wirklich öfter im Monat mache, kommt da wohl ein bisschen was zusammen. Ich kriege jetzt zum Beispiel bestätigt, habe ich jetzt 8 Euro, die werde ich jetzt sehr wahrscheinlich am 15. Juni, also oder sonst irgendwann im Juni, werde ich die ausgezahlt bekommen. Und ja, man, da kann man wirklich alle möglichen Shops haben, die da. Amazon ist leider nicht. Da ist mein Headset ausgegangen. Tut mir leid. Ich höre ja nichts über das Headset. Dann schaltet sich das irgendwann aus, um halt den Akku zu sparen. Genau, Amazon ist leider nicht dabei bei Quipu. Was eigentlich recht schade ist. Da kaufe ich nämlich auch relativ viel, obwohl das ist im Moment weniger geworden. Weil mit Quipu, man spart einfach teilweise ein bisschen mehr. Kann man zumindest mehr sparen. Amazon ist ja schon recht günstig mit vielen Sachen. Das regelmäßige Einspielen von Aktualisierungen ist wichtig, um Ihr System sicher zu halten. Standardmäßig müssen Sie Aktualisierungen manuell mit Müssen Aktualisierungen manuell mit Paketverwaltungswerkzeugen eingespielt werden. Alternativ können Sie festlegen, dass das System automatisch Sicherheitsaktualisierungen herunterlädt und einspielt. Oder Sie können festlegen, dass dieses System als Teil eines Systems über das Internet mit dem Landscape-Dienst von Canonical verwaltet wird. Wie möchten Sie Aktualisierungen auf diesem System verwalten? Das mache ich lieber selber manuell. Nicht, dass ich dann da plötzlich irgendwelche Software drauf habe, die dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Nein! Okay, die Sachen muss ich alle. Ah, ich wollte eigentlich OpenSSH noch dazu tun und sowas alle. Dann muss ich allerdings, wenn ich auf diesem Bereich bin, also zum Beispiel jetzt stand ich gerade auf OpenSSH, ich hätte Leertaste drücken müssen. Aber ich habe auf Enter gehauen. Und dann macht er natürlich automatisch weiter. Aber ich hoffe, dass ich gleich nochmal irgendwie die Möglichkeit habe, an den Punkt zurückzukommen, dass ich OpenSSH nochmal wieder installieren kann. Das wird sowieso ziemlich interessant, das einzurichten. Bisher habe ich das immer nur einrichten lassen also ich habe ja einen Stratus-Server, hatte ich. Und die richten das ja automatisch ein, Client bzw. SSH Server ist es, glaube ich. Und jetzt werde ich das einmal selber machen müssen.
Ich weiß noch nicht genau. Ich denke, ich werde das auch noch mit aufnehmen. Also, ich werde jetzt wirklich nur das reine Installieren von Ubuntu aufnehmen. Mit dem schönen Geflacker hier, was man sieht. Und werde das Video dann beenden. Werde das dann zurechtschneiden. Ich musste ja jetzt. Ich bin angefangen mit der Aufnahme mit Fraps. Bis. Ja. Fraps war, glaube ich, die Sprachauswahl. Dann ist das, hat sich die Auflösung geändert und Fraps ist abgeschmiert. Und jetzt nehme ich halt mit der Standardsoftware auf, die ich hier habe. Zum dieses Avermedia Media Center, glaube ich, 3D oder sowas heißt das. Das war ja bei meiner Capture Card dabei. Ah, das dauert aber ganz schön lange. Ja, wir sind jetzt bei über 16 Minuten. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das ein wenig schneller geht. Da das ganze Grafische und sowas da ja nicht benötigt wird, das wird ja komplett ausgelassen. Man kann es nachträglich noch installieren, aber es wird jetzt halt nicht installiert. Von daher dachte ich, das geht ein wenig schneller. Und hätte ich mit dem Flackern das vorher gewusst, dann hätte ich vielleicht auch irgendwie geguckt, dass ich das noch irgendwie anders aufnehme. Oh, ich denke, das wird, das ist jetzt ganz interessant hier einfach nur zuzugucken, wie es flackert, wie der Balken vorgeht. Aber da ich hier jetzt, permanent irgendwas erzählt habe, werde ich das nicht schneiden. Ich habe gerade auch gedacht, man könnte diesen ganzen Bereich hier einfach schneiden, einfach wegschmeißen. Aber dann fehlt ja auch noch ein bisschen was, was ich erzählt habe. Ja, ich denke, dass ich hier doch einen kleinen Schnitt machen werde bei 54% und dann sehen wir uns bei den 100% wieder. So, dann war es das jetzt auch mit der Installation. Installation abschließen. Installation abgeschlossen. Die Installation ist abgeschlossen und es ist an der Zeit, Ihr neues System zu starten. Achten Sie darauf, das Installationsmedium zu entfernen. CD-ROM, Disketten. So dass Sie das neue System starten, statt einer erneuten Installation. So, die CD, die nehme ich jetzt am besten erst einmal raus. So, zack. Laufwerk wieder geschlossen. Die Installation ist abgeschlossen. Bla 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 bla. Mal gucken, ob. Ich glaube aber, er schmeißt mich jetzt auch wieder aus der Aufnahme raus. Wir testen es einfach mal. Achso, jetzt macht er noch ein paar abschließende Sachen. Oh, achso. Remove, lösen. Ja. So, und da startet das System jetzt auch. Wollen wir mal gucken, ob auch alles funktioniert. Upload Login ist Avalarion. Zack. Das Passwort ist das und das und das. So. 16 Packages can be updated. 12 Packages are Security Updates. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt kann ich damit sudo apt install nee, Quatsch, installieren wollen wir ja jetzt gar nichts. Apt get update, da holt er sich glaube ich neue Informationen. Also da aktualisiert er seine Datenbank zumindest, guckt, ob es neuere Sachen gibt, installiert jetzt hier aber nichts. Also er aktualisiert so gesehen seine, ja, wenn man in der, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Datei heißt, wenn man da ein neues, eine neue Adresse angibt, wo man die Programme und sowas her haben möchte, kann man mit Update das Ganze aktualisieren lassen, so dass das auch mit sudo apt get install Test, meinetwegen, das auch findet, dass er das auch installieren kann. Aber wir wollen jetzt einmal das ab
Upgrade machen. Sprich, dass er alles aktualisiert, was veraltet ist. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Es waren ja schon ein paar Aktualisierungen, die da gemacht werden konnten. Ja, 23 Sekunden, 21. Ah, er lädt aber jetzt erst nur runter die Sachen. Ja, die Geschwindigkeit geht auch. Circa 2 MB pro Sekunde. Ich kann ja 4, noch was. Ist das Maximale, was ich kann. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er nur circa die Hälfte nimmt. Kann ich so jetzt nicht sagen. Ersatz für Linux-Image, bla bla bla. So, das habt ihr wahrscheinlich gehört. Das war Skype, das da zwischengeworfen hat. Gucken wir mal. Ersatz für Linux-Headers wird entpackt. Ja, das dauert jetzt irgendwie. Das dauert jetzt aber ganz schön lange. Ich hätte vielleicht doch vorher ein bisschen was anderes machen sollen. Oder das später. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass das Installieren, es hat geklappt. Es lief alles, ja, es lief alles ohne Probleme durch. Und ja, jetzt wird noch aktualisiert halt. Und ich denke, dann sehen wir uns bei der Installation von OpenSSH und ja, eigentlich nur von OpenSSH erstmal wieder. Danach werde ich, denke ich, mal einen Minecraft-Server aufsetzen. Aber das sehen wir dann später mal. Also, bis demnächst.